Ich möchte heute speziell mal über das Ei reden. Und zwar nicht über die kuriose Tatsache, dass viele von uns jahrelang, ohne nachzudenken, ohne bewusst zu sein, genüsslich das Ergebnis der Periode des Huhns verzehren, sondern ich möchte über die Hauptursache, warum jährlich ca. 130 Millionen Menschen weltweit an den Folgen unter anderem eben des Eikonsums erkranken und auch sterben, reden. Guten Morgen. Salmonellen. Das ist ein Thema, was auf meinem Kanal eigentlich nicht fehlen darf und mit dem heutigen Video auch nicht fehlen wird. Und es wird komplett unterschätzt. Eine Salmonellenvergiftung ist auf Platz 1, wenn es um Lebensmittelvergiftung geht. Und die Tendenz ist auch steigend. Je nachdem wie stark das Immunsystem ist, kann das von tagelang Krämpfen bis halt eben auch hin zum Tod führen. Das Video über das Immunsystem habt ihr hoffentlich schon gesehen, das findet ihr oben in den Infokarten. Gleich vorneweg, Salmonellen zu 100% zu verhindern in unserer Ernährung, das ist nicht möglich. Die Hauptquellen sind jedoch tierische Nahrung und da kann man eben die Risiken minimieren. Das bedeutet, jeder der tierische Nahrung zu sich nimmt, wird sehr sehr wahrscheinlich irgendwann früher oder später auch mal eine Salmonellenvergiftung haben. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man mal darüber redet. Alleine 2010, um mal eine Zahl zu nennen, wurden in den USA eine 500 Milliarden Eier aus dem Verkehr gezogen. Und das bedeutet, wenn das nicht passiert wäre, wäre eine 500 Milliarden Salmonellen verseuchte Eier in den Handel gelangt und beziehungsweise sie waren schon teilweise in den Handel gelangt, man hat sie wieder zurückgezogen, aber eine 500 Milliarden Menschen kann man auch nicht sagen, einer ist ja auch 3 Eier. Ne? Aber es wären sehr sehr viele Menschen da sozusagen mit Salmonellen vergiftet gewesen. Das war nur die USA, eine 500 Milliarden. Ja, nur mal, dass ihr mal so eine Zahl habt. Für Deutschland habe ich jetzt leider keine Zahl gefunden. Man erkennt die Salmonellenvergiftung ja sowieso erst, wenn schon viele Kunden die Eier gekauft und gegessen haben und dann darüber sich beklagen oder beschweren und dann sozusagen rückverfolgt wird und dann kommt es oft zu einem Lebensmittelrückruf. Aber meistens gerade bei Produkten, die nicht allzu lange im Handel sind, wie Eier oder auch wie gehacktes, da ist es natürlich so, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also von daher sind diese Zahlen auch immer mit Vorsicht zu bewerten und eigentlich auch gar nicht so relevant, aber ihr erkennt wie hoch das Potenzial ist an Salmonellenvergiftung. Und was ist das eigentlich, diese Salmonellenvergiftung und warum, und das ist das Entscheidende, was ich auch heute im Video euch vermitteln möchte, bringt es auch gar nichts die Eier zu kochen und zu denken, wow, die Salmonellen, Hitze schadet den Salmonellen und deswegen wenn ich Eier koche ist alles gut. Kommen wir noch dazu. Salmonellen sind erstmal Bakterien, die man noch in diverse Unterarten aufteilen kann und da wollen wir aber gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Das Entscheidende ist, Erkrankungen lösen diese Bakterien jedoch fast nur bei Menschen aus, je nach Erkrankungsart, aber die meisten Erkrankungen werden eben nur bei Menschen ausgelöst. Und das ist auch vollkommen normal, wenn wir artfremde Nahrung zu uns nehmen, wie eben tierische Produkte, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch, dass ja, irgendwie die Natur da interveniert und sagt, hey, so nicht, da muss ich eingreifen. Wir sind nicht klüger als die Natur. Die Natur regelt auch alles wieder von allein. Egal wie viel Technik und wie viel Fortschritt wir damit einbauen. Sieht dazu auch mein Video oben in den Infokarten. Die Natur regelt alles wieder von alleine. Man kann die Erkrankung durch Salmonellen grob in zwei mögliche Krankheitsbilder einteilen. Einmal durch Salmonellen ausgelöster Typhus oder typhusähnliche Erkrankungen, welche jährlich ca. 30 Millionen Menschen befallen. Und das sind auch wirklich Erkrankungen, die sind wirklich nur auf den Menschen gerichtet. Das heißt, Tiere können diese Krankheit nicht bekommen. Und dann gibt es noch die Salmonellen-Enteritis. Das ist eine Entzündung des Darms. Daran erkranken auch jährlich ca. 100 Millionen Menschen. Und die Bakterien gehen dann von dem Blut in die Organe über. Siedeln sich an diesen Organen an und führen dann eben zu schweren Infektionen. Selbst wenn man davon nicht stirbt, von diesen Erkrankungen, von Typhus und von typhusähnlichen Krankheiten und der Entzündung, kostet diese wiederholte Abwehr dieser Bakterien auch immer wieder Lebensenergie. Und es ist halt einfach nur unnötig. Nur weil wir gelernt haben, tierische Produkte zu essen und es gewohnt sind, entsprechend neurologische Netze aufgebaut haben, obwohl jede ernsthafte Wissenschaftler und Millionen von pflanzlich sich ernährenden Menschen eindeutig zeigen, dass eine pflanzenbasierte, vollwertige Kost wesentlich gesünder ist, nehmen wir diese artfremden Produkte immer wieder auf. Das ist so schade. Die Eierindustrie hat natürlich, nachdem die Informationsgesellschaft im Rahmen auch des Internets und der Medien die Menschen darüber informiert hat, dass Eier permanent jedes Jahr mit Salmonellen verseucht sind und
sozusagen auch in den Handel gelangen, einen Studienauftrag gegeben und auch entsprechend finanziert, in der aufgezeigt werden sollte, dass man diese unvermeidlich auftretenden Bakterien auch abtöten kann. Dabei hat die Eierindustrie schon vor dem Ergebnis das quasi schon gesagt, dass es möglich ist, diese abzutöten, und macht dies auch heute noch. Aber ich sag's mal, ich formuliere es mal drastisch, weil es so, wirklich so richtig traurig ist. Nur Idioten glauben den Hersteller von Waren, der diese Waren verkauft, wenn es darum geht, was dessen Unbedenklichkeit angeht. Wirklich nur Idioten. Nur Idioten glauben, dass Unternehmen, die systematisch Lebewesen foltern, vergewaltigen und schlachten, dass diese Unternehmen anderen Lebewesen, also wie den Menschen, ehrlich und offen gegenübertreten und dass man ihnen vertrauen kann. Jeglicher Industrie, die mit den Quälen und Töten von Lebewesen ihre Unternehmen aufbauen, zu vertrauen, ist, wenn man selber auch ein Lebewesen ist, ernsthaft nur als Idiotentum zu bezeichnen. Aber leider leben in Deutschland sehr viele Idioten. Das Kuriose ist nämlich, dass die durch die Eierindustrie finanzierten Studien nicht zu demselben Ergebnis kamen, wie die Eierindustrie, ich sag mal, in Auftrag gegeben hat bzw. sich vielleicht erhofft hat. Denn Salmonellen überleben in Rühreiern, in Spiegeleiern und auch in gewendeten Spiegeleiern und sogar in gekochten Eiern. Es sollten Studien quasi widerlegt werden, die schon vor 25 Jahren herausgefunden haben, dass Salmonellen auch in gebratenen Omelettes und French Toasts überleben. Die gab es ja nämlich schon. Ja, aber es ist leider das herausgekommen, was die Eierindustrie, was der Eierindustrie nicht gefallen hat. Die Quelle für all diese Sachen, die ist unten wieder verlinkt, ist aus dem Buch. Und da findet ihr die ganzen Quellen, auch die ganzen Studien. Und ja, also das ist nur mal gesagt bei mir, wenn ich was sage, Quellen sind immer unten verlinkt. Und es ist eben tatsächlich so, dass Salmonellen sogar bis zu 8 Minuten kochendes Wasser absolut überleben können in Eiern. Das hindert natürlich die Eierindustrie nicht, andere Sachen zu behaupten, da eine Studie genutzt werden kann, aber nicht muss. Es wurde dann einfach als Fehlinvestition abgebucht seitens der Eierindustrie und die Studie die wurde einfach nicht benutzt und einfach, wie gesagt, weiter das Gegenteil behauptet. Und mittlerweile ist eine Gesellschaft entwickelt, die ja wirklich auch ein wissenschaftliches Fundament möchte und das auch ein wissenschaftliches Fundament erwartet. Die Fragen nach Studien, die Fragen nach Forschungsergebnissen und da, wie gesagt, dank der Informationsgesellschaft. Und da geht man jetzt so weit, dass man Studien nutzt, die quasi genau das rausgefunden haben, was ich gesagt habe, aber diese Studien einfach umformuliert und mit diesen umformulierten Tatsachen, die dann der Wahrheit entsprechen, quasi den Durchschnittsmenschen und jetzt, wenn wir hier unter uns den Durchschnittsdeutschsprachigen, dann eben eine Wahrheit präsentiert, die aber nichts mit dem zu tun hat, was der Verbraucher eigentlich will. Ein Beispiel wäre zum Beispiel der Ausdruck: Salmonellen werden durch Kochen abgetötet. Das ist richtig. Aber wirklich sicher und erst komplett nach mehreren Stunden. Das sagt man aber nicht. Aber der Deutsche, der liest das: Salmonellen werden durch Kochen abgetötet. Ne? Sport macht auch schlank. Aber wenn ich jeden Tag eine Minute Sport mache, dann werde ich wahrscheinlich dadurch auch nicht schlank. Aber so wird eben der deutsche Durchschnittsidiot eben belogen. Und diese Lügen gibt es dann auch auf professionell gestalteten Gesundheitsblogs. Und dann liest einer diesen Blog und dann findet man diese Informationen wieder auf seinen Blog und verweist dann auf diesen Blog. Oder heutzutage wird er gar nicht mehr verwiesen. Ich gebe ja meine Quellen immer unten an, aber viele geben ja gar keine Quellen mehr. Also dann hauen einfach Sachen raus und umso öfter man Sachen raushaut, umso mehr wird daran geglaubt. Das ist das Prinzip der neurologischen Netze. Das ist auch das Prinzip, warum wir tierische Produkte essen. Ne? Weil wir das immer wieder aufgenommen haben. Durch unsere Eltern, die Fleisch gegessen haben, durch etwas Gesagtes und so weiter. Ne? Nichts anderes als neurologische Netze. Und deswegen ist es egal, ob es der Wahrheit entspricht oder nicht, wenn etwas oft genug wiederholt wird. Das Beispiel der Affirmation. Wenn man es oft genug wiederholt, dann glaubt man daran. Man erschafft sich seine Realität. Ein gutes Buch in diesem Zusammenhang ist Schöpfer der Wirklichkeit.
Vielleicht verlinke ich das unten, ansonsten findet ihr es auf meiner Homepage, wo ich die Produkte verlinke, wo ich wirklich sehr davon überzeugt bin. www.christian.yt. Ja, also letztlich bleibt jetzt übrig, ich möchte ganz kurz dazu sagen, ich möchte jetzt keinen Blog damit angreifen. Oft geschieht das in bester Absicht, man möchte ja, den Leuten helfen, aber dann sollte man sich auch verdammt nochmal gut informieren. Und das ist auch eine Kritik, die ich mir immer stelle, wenn ich sozusagen Informationen präsentiere und dann auch von euch mal Kritik bekomme und sage, hey, schau doch mal das und das, hast du das nicht beachtet, das nicht beachtet. Ich bin der Letzte, der dann sagt, ich habe recht oder so weiter. Nee, ich sag dann, okay, da habe ich mich nicht tief genug informiert, da bin ich nicht tief genug reingegangen oder dann habe ich irgendwas missverstanden. Und deswegen ist auch diese Kritik auf diesem Kanal auch so wichtig, dass wir ausgehend, immer nur ausgehend von einem Video, von meinem Video, dass man ausgehend mit euren Kommentaren zusammen dann so ein Wissenspaket entwickelt. So, und das ist entscheidend und vor allem, und das ist auch ganz wichtig, in einer respektvollen und liebevollen Atmosphäre. Ansonsten werden die Kommentare nicht zu sehen sein. Also wer hier beleidigt, wer hier suggestiv irgendwelche Verschwörungstheorien anbringen möchte oder sowas, der wird in den Kommentaren nicht zu finden sein. Sondern hier wird liebevoll und respektvoll miteinander diskutiert und gemeinsam Wissen erarbeitet, gemeinsam Erfahrungen ausgetauscht. Das ist das Klima auf diesem Kanal. Ja? Gut, also um einfach mal ja, abschließend das Thema Eier und Salmonellen sozusagen um es abzuschließen, möchte ich einfach den Tipp geben, auch nachdem ich 35 Jahre lang selber begeistert tierische Produkte gegessen habe und das auch nachvollziehen kann, versucht wirklich von den tierischen Produkten loszukommen. Ich selber merke jetzt, und ihr seht ja auch an meinem, wenn ihr mal die Videos vergleicht vom Anfang bis jetzt, dass ich schon nach 2-3 Jahren, seit ich mich rein pflanzlich ernähre, man sagt eigentlich schon nach 7 Jahren regeneriert sich der Körper erstmal komplett. Dass wirklich meine Gesundheit total geboostet ist, dass meine geistigen Fähigkeiten, dass ja auch wieder viel, viel intensiver zum Tragen kommen. Das Gedächtnis und ja, die Wahrnehmung der Dinge, die Intensität der Dinge. Und das ist halt ja, wirklich nach 2-3 Jahren bereits so. Aber man muss dazu sagen, auch weil ich von Anfang an auf Vollwertigkeit geachtet habe, weil ich der veganen Ernährung sehr kritisch, der pflanzlichen Ernährung sehr kritisch gegenübergestanden bin. Schaut euch meine ersten Videos an. Ja, ich probiere mal diese vegane Ernährung. Ja. Ich war sehr kritisch. Und deswegen habe ich auf Vollwertigkeit geachtet. Und das ist wichtig. Diese ganzen Veganer und Rohköster à la, weiß nicht, Tim Gabel, Silke Rosenbusch und Co., die jetzt über ihre Ernährung kritisch reden, über ihren Veganismus oder über die vegane Rohkost, sie haben trotz dessen, dass sie sich selber immer den Anschein geben und anderen gut informiert zu sein, ne, einfach falsch gehandelt und große Defizite im bewussten Denken und damit natürlich auch im Handeln. Das Handeln kann man natürlich nicht beobachten, weil man immer nur diesen Ausschnitt hat. Aber das Denken dieser Menschen, das kann man sehr wohl in YouTube nachvollziehen und daraus kann man sehr wohl ableiten. Ne? Also geht nett miteinander um, liebevoll, respektvoll, dann erreicht die Information auch andere und euch erreicht die Information auch, wenn ihr darauf bedacht seid, Liebe auszusenden. Denkt klar, lest Studien selber. Das ist ganz wichtig. Lest Studien selber. Ein riesiger Fundus an Studien ist auch auf PubMed zu finden. Das ist die größte öffentliche medizinische Datenbank. Und noch etwas relevanter bezüglich der gesunden Ernährung ist die Quelle, die ich euch unten verlinkt habe, wo ich auch die Informationen bezüglich der Salmonellen her habe. Und ja, es kostet Zeit, sich mit seiner Ernährung zu beschäftigen. Aber es ist natürlich, das zu tun und nicht die Ernährung abzutun und ja, den ganzen Tag mit irgendwelchen lustigen Bildchen, mit sinnlosen Geld verdienen oder endlosen Streitereien über Recht und Unrecht sich zu beschäftigen. Ne? Wir sind geboren, um zu fressen, wir sind geboren, um zu kacken, wir sind geboren, um zu ficken und wir sind geboren, um zu sterben. Ne? Alles Liebe.